In meiner Familie ist eigentlich die halbe Familie oder vielleicht sogar die ganze mathematisch in gewisser Weise vorbelastet. Also meine Eltern haben beide mathematische Berufe in dem Sinne. Mein Vater hat auch Mathematik studiert. Mein Großvater war auch Mathematiker, promovierter Mathematiker. Meine Brüder machen auch Dinge, nicht wirklich Mathematik, aber mathematiknah. Das heißt also eigentlich meine ganze Familie steht der Mathematik sehr nahe und dann wurde halt auch sonst einfach viel über sowas geredet. Also wenn wir Fragen hatten, wir saßen im Wohnzimmer auf dem Sofa und mit einem Blatt Papier und einem Stift und dann ging es los, nicht? Also ich meine, für Mathematik braucht man ja auch nicht viel. Es ist nicht so, dass man da erstmal sich ein kleines Labor anschaffen muss, sondern es reicht irgendwie der Zettel, den man im Altpapier gefunden hat und irgendein Stift und dann kann man das erklären. Bei diesen Mathe-Wettbewerbsunterlagen, die ich hatte aus der Zeit, als ich halt so 15 bis 17 ungefähr war, da habe ich halt mit angefangen, bei dem Bundeswettbewerb Mathematik und solche Sachen zu machen. Und aus der Zeit habe ich tatsächlich noch ein paar von diesen alten Zetteln aufgehoben, wo mein Vater mir irgendwelche Sachen erklärt hat. Ja, ich sehe das hier, womit das anfängt, ist irgendwas, was halt mit Sinus und Cosinus aus der Schule zu tun hat. Und dann geht es weiter, ja. Und Sie sehen auch halt, diese Zettel sind so ein bisschen wahllos, so irgendwelche Fetzen. Hier sind ähnliche Dinge, also da ist wieder die Hyperbel. Man kann das mit allen möglichen Figuren machen, wie er mir hier offenbar erklärt hat. Und dann hatte ich hier tatsächlich eine Aufgabe, die ich gelöst habe. Zettel wieder. Also ich meine, hier kann man gut erkennen, hier muss ich ungefähr, sehen Sie, das war irgendwie 1996 wahrscheinlich, wenn das Kalenderblatt von 95 ist oder im November 95, eins von beidem, was auch immer das war. Sieht ja schrecklich aus. Nee, wir haben hier irgendeine Geometrieaufgabe, habe ich da angebracht, die mir mein Lehrer gestellt hatte und ich glaube, die war tatsächlich nicht lösbar. Also er wollte, dass ich irgendwas konstruiere, das hat er in einem Aufgabenbuch gefunden und das war aber nicht konstruierbar und ich bin also verzweifelt an dieser Aufgabe und dann hat mein Vater auch versucht. Ich weiß, ja genau, und dann hat er mir, glaube ich, erklärt, dass das nicht geht. Die Aufgabe war irgendwie, man hat einen kreisförmigen Spiegel und zwei Punkte und man sucht jetzt, wenn man mit dem Lichtstrahl hier losgeht und man möchte spiegeln an dem Kreis und dann genau im anderen Punkt landen, wo ist der Punkt, den man hier treffen muss? Das sieht ja erstmal ganz elementar aus, aber das geht halt mit Zirkel und Lineal nicht. Und Wie lange ist das jetzt her? ich denke, das war relativ früh, da muss ich so in der 7. Klasse, 8. Klasse ungefähr gewesen sein. Das weiß ich deswegen noch, weil es einfach sehr, sozusagen, mich eine ganze Weile beschäftigt hat. Eine Aufgabe, die man nicht rauskriegt, die beschäftigt einen ja viel länger als eine, die man in 5 Minuten rauskriegt. Und ich fand, das war eins der ersten Erlebnisse, wo ich tatsächlich sozusagen eine Aufgabe gesehen habe. Nicht nur, dass ich sie nicht rausgekriegt habe, sondern wo mir jemand gesagt hat, also das geht aus abstrakten Gründen nicht, das kann man nicht machen. Die Aufgabe ist einfach, diese Aufgabe konstruiere, das ist einfach nicht lösbar. Und das fand ich schon, das war halt sozusagen was ganz Neues. Und deswegen kann ich mich da, glaube ich, noch dran erinnern. Ich glaube, es ist nicht so, dass ich mich jetzt an die Sachen auf dem nächsten Blatt genauso gut erinnern kann wie an diese, aber das war wirklich was, was mich eine ganze Weile beschäftigt hat. Das ist ja im Prinzip dieses Verfahren, wie man Mathematik immer später dann lernt. Wenn irgendwie der Masterstudent oder der Doktorand hier reinkommt und an seiner Arbeit irgendwie sitzt und irgendwas nicht ganz verstanden hat, mir eine Frage stellt, dann, naja, dann greife ich auch irgendwo einen Schmierzettel. In einem Allgemeinen hat er dann vielleicht eine etwas dekorativere Rückseite, aber dann geht das ganz genauso. Dann erkläre ich halt, was sozusagen beantworte ich die Fragen und erkläre ein bisschen drumherum, was es noch an Theorie gibt, weil ich eben den größeren Überblick in aller Regel habe als die Studenten und hoffe, dass derjenige dann damit ein bisschen weiterkommt. Algebraische Geometrie ist, ja, wie der Name schon sagt, so ein Gebiet, was ein bisschen zwischen den Gebieten Algebra und Geometrie liegt. Also die Algebra lernt man in der Schule ja schon so ein klein bisschen kennen, rechnen mit Buchstaben sozusagen in Anführungsstrichen. Und die Geometrie, na, da kann man sich vielleicht eher was drunter vorstellen. Was wir machen, ist, dass wir untersuchen geometrische Objekte, die beschrieben sind als Lösungen von Polynomgleichungen. Also wir haben Gleichungen zum Beispiel der Form x² plus y² ist 5. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Aber solche Gleichungen lösen wir
oder beschreiben dann die Geometrie, also die Menge aller Elemente x und y, in dem Fall vielleicht im r hoch 2, also reelle Zahlen x und y, die diese Gleichung lösen. Das ist ein geometrisches Objekt und das kann man untersuchen. Was wir da untersuchen, sind eben zwei völlig verschiedene Gebiete der Mathematik. Also auf der einen Seite diese Darstellungstheorie, auf der anderen Seite Zahlentheorie, also klassische Fragestellungen aus der Zahlentheorie, aus der Theorie der ganzen Zahlen oder natürlichen Zahlen. Und diese beiden a priori erstmal wirklich verschiedenen Gebiete der Mathematik, da gibt es sozusagen eine vermutete Brücke dazwischen, wie man Ergebnisse und Begriffe von der einen Seite auf die andere übersetzen kann. Das ist eben bis jetzt nur in Teilen bewiesen und das finde ich sehr faszinierend, dass man da auf diese Weise eben Zusammenhänge zwischen völlig verschiedenen Gebieten herstellt. Ich glaube, bei mir ist eher der Antrieb tatsächlich, dass ich dieses Knobeln mag, dass ich gerne über Dinge abstrakt nachdenke und dass ich einfach ja, diesen Antrieb habe, wirklich zu verstehen, was ist da eigentlich los. Wenn man das untersucht, dann gibt es immer irgendwelche offenen Fragen, die man eben untersuchen kann und man möchte verstehen, was passiert hier eigentlich? Warum gibt es da dies und jenes Phänomen, was man bis jetzt nicht versteht? Wie kann man das erklären? Was für eine Struktur steht dahinter? Meistens definiert man sich dabei noch alle möglichen anderen Objekte, die dann wieder neue Fragen aufwerfen. Das ist sozusagen die andere Seite an der Sache. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen der Antrieb, dass man verstehen möchte, was da passiert. Ja, ich sitze halt also meistens hier im Büro, aber es kann halt natürlich auch sein, dass ich abends, wenn ich zu Hause auf dem Sofa liege, nochmal darüber nachdenke. Solche Probleme, wenn man sie einmal wirklich verstanden hat, gehen einem ja auch nicht aus dem Kopf. Das sind meistens Sachen, die man tatsächlich sich komplett im Kopf behalten kann und merken kann. Und dann kann man, und leider tut man das auch, bei jeder passenden und passenden Gelegenheit darüber nachdenken, wenn gerade nichts anderes ist. Also zum Beispiel zu Hause auf dem Sofa ist ja sicherlich eine Gelegenheit, wo man nicht so sehr abgelenkt ist. Und da kommen dann halt auch schon mal irgendwelche Ideen, die man dann natürlich verifizieren muss, wo man das alles nochmal nachprüfen muss. Aber im Prinzip dieses Nachdenken, das kann man überall machen. Man kann auch im Sommer sich mal auf die Wiese unter einen Baum setzen, irgendwo, wo halt nicht zu viel Ablenkung ist. Ja, kann natürlich sehr frustrierend sein, wenn man über ein Problem nachdenkt. Und bei uns ist es ja auch nicht so, dass man sagen kann, okay, das Reagenzglas war dreckig, deswegen hat es nicht funktioniert, sondern wenn man was dann nicht rausbekommen hat und halt den ganzen Tag oder die Woche oder den Monat drüber nachgedacht hat und man hat es nicht rausbekommen, dann liegt es offenbar an einem selbst. Es kann natürlich auch an den mangelnden Methoden liegen, aber letztendlich könnte man die theoretisch ja auch erfinden. Also es liegt an einem selbst, dass man das jetzt nicht geschafft hat. Es gibt eigentlich zwei Methoden, wie man damit umgehen kann, wenn man irgendwo nichts rausbekommt. Erstens, man gibt auf oder man gibt für das Erste auf, man nimmt erstmal ein anderes Problem, um sich abzulenken oder man bereitet die Vorlesung vor oder man macht, keine Ahnung, trifft sich mit seinem Kollegen auf einen Kaffee. Oder auf der anderen Seite, man sagt, ich will da jetzt durch und dann denkt man noch mehr darüber nach und noch intensiver. Man muss natürlich sehen, dass das nicht ein Teufelskreis wird, die zweite Methode, denn wenn man es dann wieder nicht rauskriegt und dann noch mehr darüber nachdenkt, kann man auch sozusagen in diese Falle reingeraten. Da muss man halt ein bisschen drauf achten, aber es gibt ja die beiden Methoden. Man kann sich halt immer weiter da rein verbeißen, aber es hilft eben, wenn man irgendwo einen Punkt hat, wo irgendwer anders einfach mal sagt, so, jetzt ist mal genug. Also bei mir ist das die Familie, wenn man einfach am Abend, nicht abends auch noch, sobald man zu Hause ist, eben wieder sich aufs Sofa legt, eigentlich was anderes machen will und dann wieder drüber nachdenkt, sondern dann ist da ein Kind, was Memory spielen will oder malen oder ein Buch vorgelesen haben. Das ist sehr effektiv, um einen davon abzuhalten, weiter über irgendwelche Probleme nachzudenken, die man sowieso nicht rausbekommt. Ja, also das ist, denke ich, auch, gibt einem so ein bisschen Bodenhaftung und sorgt dafür, dass man eben nicht sich zu sehr in irgendwas vergräbt. Ja, so eine Professur ist natürlich schon nochmal ein großer Schritt, vor allen Dingen ein großer Schritt in die Selbstständigkeit. Vorher ist man ja in so einer Arbeitsgruppe, wo der Chef, der Professor, eben dafür sorgt, dass alles läuft, der organisiert, dass und vor allen Dingen dafür verantwortlich ist, dass die Lehre vernünftig organisiert ist, dass die Verwaltung oder dass die akademische Selbstverwaltung, dass da eben die Dinge richtig funktionieren, der die Studenten anleitet. Und man macht da natürlich mit, man macht seine eigene Forschung. Und in der Forschung war ich auch relativ früh
sehr selbstständig, also dass ich da nicht irgendwie Probleme mir gestellt wurden, eigentlich schon nach der Doktorarbeit nicht mehr. Und aber all diese anderen Sachen, dass man, wenn man jetzt seine eigene Arbeitsgruppe hat, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Qualität. Und ich muss sagen, das ist auch was, worauf man sich dann irgendwann freut, dass man mal ausprobieren kann, wie würde ich es denn machen? Man hat ja schon irgendwie, jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Stil, dass man gerne auch mal Dinge ausprobieren möchte. Man fällt natürlich vielleicht auch ein bisschen auf die Nase beim ersten Mal, aber dass man mal ausprobieren kann, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt irgendeine Kleinigkeit mal anders mache. Also ich meine, man muss natürlich diszipliniert sein, um das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Da muss man natürlich eine gewisse Disziplin haben. Man muss auch in diesem Beruf bei einer Professur eine gewisse Disziplin aufbringen, um eben die verschiedenen Aufgaben, die man hat, alle bewältigen zu können. Das ist ja wie in jedem anderen Beruf auch. Die Arbeit, die reinkommt, ist immer ein bisschen mehr als das, was man eigentlich schaffen kann. Und man muss es sich eben so einteilen, in dem Fall, dass für die Arbeit, die sonst hinten runterfallen würde, nämlich die Forschung, das ist das, was im Prinzip als letztes kommt, in der Zeit, die über ist, dass das eben nicht unter den Tisch fällt, sondern dass man eben dafür auch noch Zeit hat, und zwar nicht nur die Randzeit, sondern auch Zeit, in der man tatsächlich gewinnbringend über Sachen nachdenken kann. Da braucht man schon eine gewisse Disziplin, aber auf der anderen Seite, gut, ich meine, jeder driftet mal ab und macht mal irgendwas, was er eigentlich, wie das immer ist, nicht?